keine Pilze, bitte. Darf ich alles essen? Tasse muss eins. Ich esse diese Eier nicht so. Diese Eier nicht so. Guck, warum mit der Aus. Ja, wir haben heute das perfekte Fitnessessen hier. Gesund, Eiweiß, Protein. Octagon Game Changer. 这场比赛价值100万欧元。Drauf an, ich weiß nicht. Ich hoffe, Sie haben nicht alles essen. Ich hoffe, was Gesundes. Ja, natürlich. Fitnessessen. Fitnessessen für Profisportler, wirklich. Was darfst du nicht essen? Keine Hauptsache. Wir haben auch eins ohne Reis. Was ist dazu? Gemüse geht. Die restlichen Kilos rausschwitzen. Und wie viel Kilo musst du runter? Ich bin jetzt bei 89. Also noch 11 Kilo. In welcher Zeit? Eine Woche. Bis nächsten Freitag. 想吃皮蛋也不是一件容易的事情。大家都知道，李小龙是 MMA 之父，他的二指俯卧撑，先让他们来挑战一下。Du musst die Test. Liegestütze. Auf eine Anzahl Finger. Wie hier? Schaff dir das. Niemals. Nie im Leben. Das ist wirklich so schlimm. Ja, so auf einer Hand, das wird gehen. Kannst du auf einer Hand 5? Wenn du schaffst, darfst du die Tausendlinge Eier Po probieren. Nee, dann darf ich mir aussuchen, welche Po probieren. Ja, aber die Idee. Leo! Ich glaube, Tasse muss eins und eins. Ich wusste das. Ich esse diese Eier nicht nur. Ich esse diese Eier nicht nur. Sascha könnte es schaffen. Also ich glaube, 4 schaffe ich, 3 schaffe ich auch, bei 2 weiß ich jetzt nicht. Wow. Und erstmal das hier, ne? Ich bin sehr interessiert, ob er es geschafft hat. Oh, fuck, ey. Da brichst du dir die Finger, Mann, ey. Drei schaffe ich nicht bestanden, scheiße. Sag an, was ist das? Was sind das? Pilze oder Muscheln? Oder ist das? Oh, ist ein Pilz drin. Sind das Pilze? Was? Nee, das sind Eier. Eier. 100 Jahre alte Eier. Warum sind sie so schwarz? Habt ihr schon von den 100-jährigen Eiern mal gehört irgendwo? Ja, gehört schon. Was hast du gehört davon? Ich hab mal davon gehört, also hab ich mich gefragt, wie kann es sein, dass Eier so alt werden, dass sie nicht schlecht werden. Wisst ihr, was das Weiße ist? Ich kann das nicht zuordnen. Ich müsste auch raten, keine Ahnung. Na, was sieht's aus? Tofu. Ja? Tofu habe ich schon mal gesehen, aber jetzt so in der Form ist es nicht so. Schön gewürzt eigentlich. Besonderer Geschmack. Schmeckt wirklich lecker. Anders als erwartet. Würziger, aber hat eine Konsistenz, bisschen wie Pudding. Hier ist Besonderes, ich habe nie gegessen. Ich kann da gerade ein Buch haben, Peter. Ja, das Tofu schmeckt mir nur, das Ei riecht mir ein bisschen zu intensiv, darum kann ich es gar nicht essen, aber es schmeckt gut. Aber ich habe die angebrüteten Eier auf den Philippinen auch gegessen. Von dem her ist kein Problem. Kennst du die tausendjährigen Eier? Ja, schon mal gehört, aber noch nicht. Schon mal gegessen? Was hast du gehört von dem? Ja, die doch selber. Dass die stinken. Sehr, sehr gesund, viel Eiweiß. So eigentlich fast nach nichts. Nach Pudding fast. Aber sie sind nicht wirklich 1000 Jahre alt. Das habe ich auch gefragt. Ja, aber Eier, das schmeckt gut. Leicht bitter auch zum Schluss. Kannst du dann in deinen Ernährungsplan integrieren? Ja, wenn mir das jemand kocht, dann ja. Boah, schön, ja, klar, ich komme ja auch. Was ist gesagt? Ich brauche eine chinesische Freundin. Ach so. Und er lebt noch hier so sein monatliches Gehalt, seine Rücklagen, seine Assets und so weiter, ne? Du auch was isst? Ja. Ich habe ja schon spekuliert, dass du gar nichts isst. Doch, der Chris hat schon genossen, ja. Das habe ich gegessen, das Tofu und die Eier. Aber sei so gut, gib doch mal nochmal von dem was. Das ist jetzt Reissuppe mit Ei und Hühnchen, oder wie? Jungs, komm, es gibt Suppe. Schmeckt gar nicht so intensiv, wie ich gedacht habe. Also, ich hätte jetzt gedacht, es schmeckt sehr salzig oder irgendwie nach Sojasauce. It's a good thickness. Mm-hmm. Was? So, I enjoy it. Mm, gutes Eiweiß. Sieche. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut ist.
Marion 给外国人说，皮蛋不能直接吃啊。Ich esse diese Eier nicht so。你看，只要做的方法对，外国人是很喜欢吃皮蛋的呀。我很好奇他们为什么选择了一个这么激烈的运动。Du brauchst so einen kleinen Reiz。Du musst irgendwo sich so, ich sag mal, anhören, aber musst irgendwie gefallen. Wenn es nicht hart und sagst, ey, ich will keinen Schlag ab, dann ist das falsch. Richtig Krieg kommt dir vor. Was? Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the bitches, the mentions. I know what you did, I mean it. I'm staying inside. Bitch, I got. Bitch, I got problems, oh 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 problems. Sieht aber nicht sehr gut aus. Wie geht's dir? Gut. Macht Spaß. Kraft fällt aus, bisschen einfach das viele Wasser, die Diät, dann noch den Druck. Teilweise nicht mal mehr Bock zu kämpfen. Da denkt man sich einfach, hey, scheiß drauf, ich breche jetzt hier und jetzt breche ich ab und ich lasse es bleiben. Aber dann ist der Wille, wenn der zählt dann, wenn du sagst, ey, ich geh da durch. 不管做什么，放弃很简单。每个坚持下来的人都是成功的。但是我有一点遗憾，李小龙是 MMA 之父，但是有很少的中国人参加 MMA 这个运动。希望大家多多转发这个视频，让很厉害的中国人看到这个视频，然后参加 MMA 比赛。